Er findet selbst kleinste Schlupflöcher. Und den Menschen aufs Dach zu steigen, ist für den Kletterkünstler kein Problem. Wenn es draußen dunkel ist, erobert der Steinmarder neue Reviere. Und wird für den Menschen zur Plage. So wie für Familie Siedentop aus Hilden. Seit über 2 Jahren treibt ein Marder auf ihrem Grundstück sein Unwesen. Es ist über ihnen im Dachboden und da bewegt sich was, da trappelt was, biegt ja alles hoch, was er irgendwie bewegen kann. Der ist sehr stark, man merkt auch richtig, dass der will das richtig. Der ist eine richtige Power dahinter und das hört man in den Geräuschen, die der macht. Ja, ist unheimlich. Mhm. Der Marder hat sich auf dem Dachboden der Siedentops einen Unterschlupf aus Dämmwolle gebaut. Damit der Dachboden für den nächtlichen Besucher möglichst unattraktiv wird, lässt die Familie hier seit einiger Zeit ein Radio laufen. Sie hat Flutlicht aufgebaut, weil Marder es dunkel mögen, und stört die feine Mardernase mit Klosteinen. Aber sowas ist ja keine Lösung für ewig. Das hier, dachte Ulrich Siedentop, könnte eine Lösung für ewig sein. Eine Lebendfalle. Die stellte er Anfang des Jahres auf. Nach 14 Tagen hatten sie ihn. Angelockt mit einem Ei. Und da saß er dann drin. Der kleine Freund, der war auch dann ganz friedlich. Die Siedentops setzten ihn in einem Wald aus. Nur, Steinmarder haben einen super Orientierungssinn. Sie finden in einem Radius von bis zu 20 Kilometern zurück ins alte Revier. Und jetzt ist der Marder wieder da. Diesmal mit Verstärkung. Unsere Nachbarin hat nachts Geräusche gehört in einem Vordach, vermeintlich im Vordach, und hat dann aus ihrem Dachfenster rausgeschaut und hat 2 Mardern ins Gesicht geschaut. Nun will Familie Siedentop ihr Haus zusammen mit Schädlingsbekämpfer Rainer Bartels mardersicher machen. Der schaut sich zuerst den Dachboden an, um herauszufinden, ist das hier der Hauptwohnsitz oder der Nebenwohnsitz des Marders. Das ist nämlich entscheidend, weil Marder von Mitte Februar bis Mitte Oktober durch die Schonzeit geschützt sind. Am Hauptwohnsitz dürfte man sie jetzt nicht stören. Was hier eindeutig fehlt, hier sind keine Kotspuren, hier sind keine Urinspuren vorhanden und hier sind keine toten Tiere. Das würden wir sonst riechen. Ja. Demzufolge vermute ich mal, dass das hier nur ein Zwischenstopp ist. Das heißt, er benutzt ihr Dach nur, um Deckung zu haben, vorübergehend, um sich dann wieder neu zu orientieren. Ein fester Wohnsitz scheint das nicht zu sein. Da würde ich sagen, wir versuchen jetzt von außen her das Haus dicht zu machen, beziehungsweise schauen wir uns an, wo er reinkommt. Ja. Denn ihre Einstiegswege ins Haus finden Marder fast immer oben, am Dach. So, Herr Bartels, unser Balkon. Okay. Also wenn ich mir hier so diese Dachpfannen ansehe, fühle hier drunter, dann ist das ja ein Spalt, der ist ja mindestens so hoch und das reicht dicke für einen erwachsenen Marder. Das ist also der klassische Weg. Ach, guck mal da, da sieht man auch Spuren hier, kann man genau erkennen. Ja. Und zwar sehen Sie mal hier diese Kratzspuren. Deshalb sollte man solche Schlupfwinkel unbedingt mit Dachlatten und Gittern abdichten. Natürlich fällt er nicht vom Himmel, sondern er läuft ja zu. Ich zeige Ihnen das mal eben. Und zwar ist es so, Herr Siedentop, diese Pflanze hier ist eigentlich sehr weich, aber die sind so dicht, dass er es schafft, hier raufzukommen. Dann springt er hier auf dieses Plateau. Nachvollziehbar. Also schneiden Sie das runter und Ihr Thema ist da von der Seite vom Tisch. Marder benutzen alles Mögliche als Sprungschanze, um sich abzudrücken. Baumstämme, Äste, aber auch Bauteile am Haus. Auf der Terrasse der Siedentops schaut sich Rainer Bartels jetzt eine typische Marderleiter an. Das Fallrohr. Sie müssen sich das so vorstellen, so ein großes Tier hat ja sehr viel Kraft und Energie. Und dann rennt er genau an dieser Wand hoch und dort sind diese rauen Bereiche, stützt sich hier ab und ist praktisch schon im Dach. Da macht man jetzt so eine Schelle drumherum und dann kann er diesen Weg nicht mehr nehmen. Marder-Abwehrgürtel gibt's im Baumarkt. Sie kosten etwa 15 Euro. Weil Marder immer mehrere Behausungen gleichzeitig bewohnen und Autos bekanntlich lieben, schaut sich der Experte auch den Wagen der Siedentops an. Ja, dann lass uns doch mal einfach hier reinschauen. Im Motorraum findet er Gott sei Dank keine Marderspuren. Wenn der Marder, den Sie im Haus hatten, hier drunter sitzt und sich sicher fühlt, passiert Ihrem Auto nichts. Haben Sie aber zufällig einen anderen Marder hier in der Gegend, der auch das Auto entdeckt,
dann wird er den Mardergeruch, den Duft des Reviers ihres Marders wahrnehmen. Und darum fängt er an, etwas, ja, wir nennen das aggressiv zu sein. Aber im Grunde genommen will er nur sein Revier verteidigen. Und dabei beißt er auch schon mal Schläuche durch. Das heißt, die Schäden entstehen dann eigentlich als Zweitbesuch. Steinmarder richten an Autos jährlich Schäden in Höhe von 60 Millionen Euro an, weil sie die Motordämmung oder Kabel zerbeißen. Damit es sich auch in Zukunft kein Marder im Motorraum gemütlich machen kann, hat Rainer Bartels einen Holzrahmen mitgebracht, der mit Hühnerdraht bespannt ist. Den muss man dann genau zwischen die Reifen legen. Denn über Hühnerdraht zu laufen, gefällt Mardern überhaupt nicht. Und so ist eine 100%ige Absicherung. Ja. Und er bleibt mit der Spreizzehe daran hängen. Tut ihm nur ein bisschen weh, aber nicht richtig. Also unangenehm nur für ihn. Unangenehm für ihn, wenn Sie sich so vorstellen, oh, finde ich auch nicht toll. Mhm. Und dann wird er diesen Wagen hier auf jeden Fall meiden. Ja, prima. Ist eine Lösung preiswert, die aber auf jeden Fall erfolgversprechend ist. Herr Bartels, vielen Dank. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass alles klappt. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Jawohl. Tschüss. Okay, lieber nicht. Tschüss.